Einen schönen Nachmittag an alle Zuschauer hier zum JFD Live Trading TV 15:50 am 3. September. Wir schauen auf den DAX und das nach dem EZB-Event, der hier ja positive Nachrichten bereithielt sozusagen. Also es ist letztlich so, dass hier die EZB bisher 25% einer bestimmten Staatsanleihe erwerben durfte und es sind künftig 33%, also wird hier noch ein Stück weit was draufgesattelt. Ohnehin die Ausdehnung im Sinne der Aufkäufe ja durchaus zu erwarten. Also insofern geht es hier immer weiter und das begrüßt der Markt hier mit einem deutlichen Aufschlag. Wir hatten heute Morgen schon zur Schalte des DAXes diesen Ausbruch hier gecovert. Wir sehen auch heute hier am Donnerstag den bullischsten Wochentag. Mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen, 64%, da dürfte heute noch was draufkommen, denn ja, wenig überraschend stehen wir ja komfortabel im Gewinn und das sollte sich eigentlich weiter ausbauen. Also hier entweder also beispielsweise entweder direkt nach oben weiter fortsetzen oder aber zumindest eben einen positiven Tagesschluss bedeuten. Und insofern hat die Statistik hier wieder zugeschlagen. Der Donnerstag tendenziell ein bullischer Tag und nach dem Ausbruch heute Morgen, und da vergrößern wir gleich mal das Bild. Wurde ja hier auch dieser blaue Tendenzpfeil im Sinne einer leichten Rückkehr in Richtung 10.200 Punkten favorisiert, also hier nach diesem starken Auftaktshype ein kleiner Rücklauf und dieser dann hier im Zuge des EZB-Events, man kann den Pfeil ein Stück weit darüber schieben, dann passt geradezu ideal, dann praktisch hier mit der Attacke auf 10.300 Punkten. Der direkte Anstieg wäre auch eine Option gewesen, doch im Vorfeld von Nachrichten ist hier dann doch immer ein Stück weit Einhalt geboten. Letztlich jetzt genau das interessante Key-Level, auf das wir jetzt eingehen möchten, und zwar ist hier eben 10.300 die runde Hausmarke und eben hier das signifikante Reaktionshoch vom 31.8. und hier insbesondere vom 28.8. hier die 24-Stunden-Indikation mit diesem Level. Und das macht es eben jetzt hier ganz spannend. Insofern, dass der DAX jetzt hier direkt weiter raufziehen kann, dann haben wir technisches Potenzial in Richtung 10.420, 10.440 Punkten. Warum, wird sich der ein oder andere fragen. Dazu schauen wir hier auf die MetaTrader-Indikation, die uns hier auch ein Stück weit die Range noch einfängt, im Schnitt 318 Pips, Punkte beim DAX im Blick auf die letzten 14 Handelstage hier in der 24-Stunden-Indikation und 302 Punkte im Xetra DAX. Und wir haben aktuell 171 im Xetra DAX und 209 in der Indikation. Ergo ist hier noch ein Stück weit Luft vorhanden und wir sehen hier in der Indikation 10.423 möglich und 10.444 beim Xetra DAX. Sollte es also hier zu Anschlusskäufen über den Widerstand von 10.300 Punkten kommen. Und wir hatten heute hier das Hoch bei 10.313. Und wenn wir darüber rausziehen, dann ist es wahrscheinlich im Sinne des Rückenwinds, welchen dann hier auch die Amerikaner einem verleihen können, dass es hier nochmals einen Move nach oben gibt. Das bleibt mal abzuwarten, aber die Chancen sind definitiv dafür gegeben. Also insofern hier nochmal in die Indikation vom DAX in Guidance. Wenn wir ausbrechen, mit Rückenwind der Amerikaner wären hier noch Niveaus möglich in Richtung 10,4, 10,440. Andernfalls konsolidieren wir jetzt hier direkt nochmal ein Stück nach unten, allerdings nicht deutlich in Richtung 10,2, sondern 10.250 müssten eigentlich genügen. Dann sind wir auch hier im Asia-Handel, dann dürfte es hier ein Stück weit seitwärts gehen, um dann hier nochmal eine Attacke nach oben zu starten während des morgigen Handelstags. Durchaus denkbar. Ansonsten hier aufpassen, unterhalb von 10.150 sollten wir hier nicht mehr fallen. Das wäre im Prinzip hier das Opening der heutigen Kerze. Wenn wir da runter gehen, also es hier zu tiefe Rücksetzer gibt, dann besteht hier spekulativ die Gefahr, dass wir hier dann doch nochmal Richtung 10.000 Punkte und tiefer abdriften. Aber der DAX kurzfristig weiter, auch von dem Hintergrund eines bullischen Wochentags im ja, positiven Umfeld. Es sei aber hier nochmal vorab der Hinweis auf morgen gegeben. Rein statistisch haben wir hier mit 40% einen sehr schwachen Tag vor uns. Ergo hier die Gefahr, dass der Markt dann in diesem Kontext dann doch wieder nach unten wegkippt. Aktuell aber das technische Bild eher bullisch zu werden und insofern wollen wir mal das Ganze relativ betrachten und wenn wir hier diesen kurzfristige bärische Flagge jetzt anpassen, sind wir der Trendkanal-Linienführung, das Ganze rechts erweitern, wir haben einen sehr schönen Aufwärtstrend, der auch im Falle einer möglichen Seitwärtsbewegung hier erlaubt, nochmal so einen Test zu vollziehen. Und eben morgen von diesem Niveau nach oben hin abzuprallen. Also haben wir jetzt hier diese bärische Flagge vielmehr verwandelt in einen bullischen Trendkanal und der ist auch just mit der Bestätigung hier ja, definitiv auch auf der Oberseite als solcher kannte.
Kanal zu identifizieren. Und genau hier stehen wir jetzt. Wenn wir hier oben ausbrechen, kann es eine Trendbeschleunigung geben. Ansonsten hier Konsolidierung in Richtung dieser unteren Trendlinie. 12.200 Punkte wäre hier nochmal das höchste der Gefühle in Anführungszeichen. Dann sollte, Schrägstrich, müsste der DAX auf jeden Fall wieder anziehen. Knapp drüber. Und insofern haben wir jetzt hier mal das Bild eines weiter freundlichen DAXes gezeichnet. Aufpassen, geht es deutlich unter 10.150, könnte es schwierig werden. Also, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für die DAX-Beschau heute. Nachher gibt es noch einen kleinen exklusiven Aktien-Check im Desktop. Lassen Sie sich überraschen. Und insofern wünsche ich Ihnen bis dahin erstmal noch einen schönen Nachmittag. Machen Sie das Beste aus dem Tag. Ich wünsche Ihnen was. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.